bin unterwegs zum Klassiko. Heute ist das Endspiel um die sogenannte Klausurmeisterschaft. Wer am Ende der Saison oben steht, der ist Meister. Das mag in Deutschland, in Europa so sein, nicht in Uruguay oder in Südamerika ist das ähnlich. Die haben hier nämlich mehrere Tabellen und heute wird es tatsächlich kompliziert. Heute ist übrigens der 21.12. kalendarischer Sommeranfang und das erste Mal seit 5-6 Wochen wirklich schlechtes Wetter. Es gab einen Temperaturstart von 30 auf 20, 21 Grad und vielleicht hört man es im Hintergrund bisweilen. Es ist sehr stürmisch hier. Und schöne Zeit, um am Computer was zu machen. Parallel habe ich hier mal was aufgespielt, um zu zeigen, wie das Ganze hier so rein tabellentechnisch strukturiert ist. Es gibt mehrere Meisterschaften in einem Jahr, also mindestens mal zwei, die sogenannte Apertura und die Clausura-Meisterschaft. Die Apertura-Meisterschaft nennen wir so quasi mal wieder Hinrunde, weil es sind hier so 16 Vereine. Und da sagen wir schon Peñarol, einer der beiden großen, Peñarol National, hat die Meisterschaft gewonnen mit 3 Punkten vor Phoenix. Phoenix ist so ein kleinerer Verein, stehen meistens immer dicht vom Abgrund, vom Abstieg. Aber in Uruguay gibt es abseits vom Fußball so scheinbar so ein geflügeltes Wort, das mit Phoenix zu tun hat. So nach dem Motto, es ist immer noch gut gegangen. Phoenix so ein bisschen was wie früher Bochum, die unabsteigbaren. Also sie retten sich immer knapp. Da haben sie aber mal einen Rausreißer im positiven Sinne. Aber wir werden gleich sehen, ob das überhaupt tatsächlich was gebracht hat. Spoiler, ja. Also Apertura, nennen wir es mal aus unserer Sicht die Hinrundenmeisterschaft. Dafür gibt es einen Pokal, die lassen sich feiern, steht dann auch so in den Vereinschroniken oder in der Chronik des Fußballverbandes von Uruguay. Dann hatten sie eine Zwischenrunde, die gibt es seit 10, 12 Jahren. Und die beiden Sieger der Gruppen, in diesem Fall River Plate und Liverpool, die haben dann noch ein Endspiel um diese Zwischenrunden gemacht und das hat Liverpool nach Elfmeterschießen gewonnen und dadurch waren die berechtigt am Pendant zur Euroleague hier in Südamerika dann startberechtigt zu sein. Die Zwischenrunde kam eben nach dieser Apertura-Runde. Nach dieser Apertura-Runde gab es dann die Clausura-Runde und da waren wieder die beiden Branchenführer vorneweg, National und Peñarol. Jetzt sieht man hier schon, bei Punktgleichheit, auch wenn es 3 oder 4 Mannschaften wären, bei Punktgleichheit gibt es immer noch mal ein Finale. Torverhältnis zählt da nicht, ein Finale um die jeweilige Meisterschaft, in dem Fall die Clausura-Meisterschaft. Und dieses Finale hat National gewonnen. Ja, das ist so geil, es ist noch keine Sau da oder wenige. Aber die wenigen, die da sind von National und Peñarol, vielleicht hört man das im Hintergrund, die beleidigen sich über 100 Meter mit gern unter der Gürtel. Gerne unter der Gürtellinie befindlichen Schimpfwörtern. So Santiago, Paratelevisión Alemania, Estuvo aquí hace 3 semanas y por los espectadores en Alemania, this is por qué Nacional gana hoy. Gracias. Bueno.
Und das sind die Typen, die ich schon beim Basketball kennengelernt habe. Die haben sich jetzt Verstärkung geholt, damit sie nicht so ausfällig werden mit einer Bekannten aus Deutschland, aus Hannover, Hannover Gemeinde hier. Alles uneheliche Kinder vom Schröder. Dass es noch mal eine sogenannte Annualtabelle gibt. Das ist eine Jahrestabelle und eine Besonderheit, es gibt eine Abstiegstabelle. Das sehr vorteilhaft ist für Aufsteiger, weil die Punkte werden gemittelt aus dem letzten Jahr und das, was die in diesem Jahr machen. Deswegen, man sieht hier Cerro Largo, das ist ein Aufsteiger gewesen, der geht mit dann 37 gespielten Partien in die Berechnung ein, während die anderen, die schon länger drin sind, wie hier, dann immer 70, 73 Spiele haben. Die Ungleichheit kommt, weil dann 15 bzw. 16 Mannschaften waren. Hier unten, das sind dann nach dieser extra Abstiegstabelle, sind dann drei Mannschaften, die es dann erwischt, und das richtet sich nach diesem Koeffizient. Ja, ihr seht hier Phoenix, die vorher noch sehr gut waren in dieser einen Meisterschaft. Die haben es dann aber wieder mal hinterm Komma knapp noch geschafft. Ja? Racing, Phoenix, Boston und so weiter. Ja, Juventus waren Aufsteiger, aber die waren dermaßen schwach, dass auch die Punktemitnahme aus dem letzten Jahr als Aufsteiger wenig gebracht hat. Die wurden tatsächlich durchgereicht. Also es gibt extra eine Abstiegstabelle. Feliz nombre de leyenda que te quiero desde niño y acompaña mi cariño en tus bravías contiendas. Lass mal das Ding mitlaufen. Wir müssen außenrum. Ja, außenrum. Ey, guck mal, das Boot, ey. Der Arsch, der Arsch, der Arsch, der Arsch. Ja. Kann auch sein, dass wir noch gar nicht reinkommen. Ja Leute, so kauft man Eintrittskarten für ein Erstligaspiel. Da weiß man wieder, wie man geerdet ist. So, Stadion liegt direkt am Hafen. Oh,
Ah ja, weil es ein Dreierversuch war. Doof halt. 10 Sekunden Spielzeit, aber 5 Minuten Spannung. Sicher, ich glaube, wir haben immer noch vor. Nein. Wenn der Schiedsrichter sagt, das könnte ein Dreierversuch sein, dann kriegt er 3. Ja, aber muss er 3 die erstmal machen. Ja, hinter mir rücken wohl einige zur Nachtdienst in diesem riesigen städtischen Krankenhaus an. Die müssen natürlich durch alle Kontrollen, keine Ahnung, ob die genervt sind oder das kennen. Ist ja eh eine Besonderheit, dass du eigentlich alle zwei Wochen hier ein Spiel hast, weil nicht nur Nationalpeñarol nutzen das Centenario. Und 100 Meter weiter steht das größte Krankenhaus. Vielleicht dient es dem Gesundheitsprozess, wenn du mitjubeln kannst. Ansonsten so ein bisschen in der Entfernung zu sehen, die Gelben, die Dortmunder von Peñarol. Wie schon beim Hinspiel, alles klar, alles getrennt. So ein bisschen Schalke Dortmund-mäßig, angeblich 1000 Polizisten für so ein Klassiker im Einsatz. Mir wurde immer viel erzählt, aber bisher läuft das alles ruhig. Ja.